So Leute, willkommen zu einem neuen Fanmade Battle, erneut in Super Smash Bros. Bro, wie könnte es auch anders sein? Gut, der Herausforderer ist der Mr. Masu LP oder auch als Zeugnis bekannt. Ein schon sehr, sehr langer Abonnent von mir. Gut, und ja, die Stage ist wie so oft Final Destination. Er spielt mit Rob und ich spiele mit Link. Gut, er ist schon über 70% Linie. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang wirklich schon versucht, ein bisschen was an Schaden rauszuhauen. Weil Rob, ja, das kann gefährlich werden. Weil wenn man mit Rob gut umgehen kann, dann kann... Ja, gerade weil Rob so als Spammer bekannt ist, das kann schon mal ins Auge gehen, wenn man den unterschätzt. Deswegen gebe ich mir jetzt auch wirklich Mühe, mal richtig ein paar Punkte zu erzielen. Beziehungsweise richtig Schaden reinzuballern. Was mir offenbar auch einigermaßen gelingt. Ah ja, okay. Übrigens, es war sehr problematisch, diesen Fanmade-Battle auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, 16:30 wollten wir eigentlich damit anfangen und dann waren wir fertig. Ich glaube, ja, 17:30, also um 17:30 konnten wir dann erst anfangen, weil ich irgendwie Probleme mit meiner Internetverbindung hatte und was, da hast du nicht gesehen, ja? Egal, gut, da ist der erste Kill. Es steht 3:2. Okay. Ich liebe die Musik, ja, die ist so episch. So fucking episch. Außerdem bin ich mal froh, dass das mit meinen Aufnahmen jetzt mal einigermaßen problemlos ablief. Gut, okay, das Spiel leckt zwischendurch eventuell auch ein paar Mal. Weiß nicht, ob das mit der Aufnahme so extrem sieht. Aber ich hatte ja das Problem, dass ich irgendwie mal 10 Minuten was aufgenommen habe. Dann hatte ich auch einmal am Ende nur ein 5 Minuten Video. Das Problem habe ich jetzt offenbar nicht mehr. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Ach ja, es ist schön. Okay, was das sollte, weiß ich jetzt nicht. Also, in Deckung gehen mit Rob, ja. Bam, Takedown. Okay, jetzt ist es vom Prozenten her ausgeglichen, aber ich habe leider immer noch ein Leben mehr. Das ist nicht allzu einfach aufzuholen, aber es ist möglich. Bam. Vor allem, muss ich ja sagen, ich spiele ja selber sehr, sehr gerne mit Rob. Ist ja neben Kirby auch mein bester Charakter eigentlich. Da habe ich mir schon richtig Sorgen gemacht. Aber mit Link kommt man eigentlich ganz gut gegen den klar. Ja, und da ist der zweite Kill. Like a Brawler. Ach, ich liebe diesen Spruch. Ich habe noch nicht ein Leben verloren, bin aber schon bei 100%. Mal schauen, was Mr. Matsu LP da noch so reißen kann. Reißen kann. Meine Stimme ist gerade voll verendet. Ja, egal. Irgendwie bin ich heute nicht in der Lage, irgendwie großartig was zu erzählen. Heute war ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber es gehört hier jetzt nicht hin. Oh, das sah jetzt nicht gut aus. Und da hat der Boomerang ihn noch erwischt. Und zack, Takedown! Link ist voll der Wrestler. Oh, das sieht echt nicht gut aus für ihn. Er hat nur noch ein Leben und ist schon weit über 100%, genauso wie ich. Der einzige Unterschied ist, dass ich noch alle mein Leben habe. Und bam! Und... ja, die Wirbelattacke hätte es beenden können, wenn ich den richtig getroffen hätte. Und, wow. Boah, und zack, erwischt. Ich glaube, da war gerade ein kleiner Leck. Ah, ist egal. So, und? Na, wie lange noch? Na, es wird wohl gleich vorbei sein. Fürchte ich. Weil, ich gebe ehrlich zu, das noch auszugleichen ist nah am Unmöglichen. Ja, und mit der Stichattacke ist der erste Kampf vorbei. Gut, Freunde, das war die erste Runde des Kampfes. Dann schauen wir doch mal, was uns in der zweiten Runde erwartet. Gut, wieder ein kompletter Wechsel. Diesmal ist die Stage Smash Start aus Animal Crossing. Ich spiele mit diesem Game Watch und er spielt mit Kirby. Meine May. Also allein deswegen, weil er mit Kirby spielt, ist das schon eine Motivation für mich gewesen, nicht zu verlieren. Weil ich kann doch nicht gegen meinen Main verlieren, Leute, was soll denn das? Ja, das geht nicht. Aber gut, ich muss aber auch wirklich zugeben, das ist mir in dem Kampf auch mal aufgefallen. Oder meinem allgemeinen so, Kirby ist ja wirklich seit dem ersten Super Smash Bros. Ist der irgendwie viel zu stark gemacht worden. Kann auch sein, dass er deswegen mein Main ist, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, Kirby ist schnell, er ist stark, er ist halbwegs widerstandsfähig, ja. Das ist schon ein bisschen extrem, so, und da habe ich mir gedacht, durch seine Schläge geglitscht. Ich wollte eigentlich einen Hammerangriff machen, aber egal. Das sieht nicht gut aus. Boah, da bin ich schon draußen nach nicht mal einer Minute. Tut mir leid, Leute. Ah. Okay, wow.
Ah, der Steinangriff jedes Mal. Die Musik ist einfach geil in dem Spiel, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Jedes Musikstück ist genial. Und da ist er jetzt aber auch schon bei 100%. Ich kann es noch locker ausgleichen. Das dürfte jetzt wohl nicht so das Problem sein. Wow. Bom, bom, bom. Und grippen und zack. Jonglieren. Und, boah, er hat mich fast eingesaugt. Aber das hatte ich nicht zu. Und da ist der Ausgleich. Bing. Sehr gut. Boah, ich finde die Musik so episch, ja. Ich finde das so geil, wenn sich Kirby in so einen Stein aus Mario verwandelt. Ich habe den Namen gerade vergessen. Wie ist denn die Dinger immer? Es liegt mir auf der Zunge. Ich kenne das noch aus Mario 64, wie die Teile hießen. Ist auch egal. Boah, verdammt. Ich habe es mir übrigens diesmal in diesem Kampf angewöhnt, sehr oft mal. Ich spiele mit GameCube-Controller. Ich habe mir jetzt mal angewöhnt, mit diesen C-Knöpfen mal zu spielen, mit dem C-Cursor. Früher habe ich ja diese Angriffe, wie zum Beispiel, wo Game Watch die beiden Hammer auf den Boden kloppt, ja. Ihr wisst, was ich meine. Hab ich immer, das ist ja immer Pfeiltaste und A in die Richtung, ja. Es ist also unnötig. Und mir ist das mal aufgefallen, dass es mit dem Cursor viel einfacher geht. Habe ich mir natürlich gleich mal zu eigen gemacht und trotzdem habe ich immer noch mehr Prozent als er. Das darf nicht wahr sein. Muss es jetzt langsam mal ausgleichen und oh Scheiße, los geht's, du Mensch! Und oh, verdammt, über 100%, das sieht nicht gut aus. Oh mein Gott, ja, der Ausgleich, Game & Watch, epischer Flammenangriff sorgt für meine Führung. Und oh, Alter, wie mich das erstmal voll zur Seite gehauen hat. Okay. Boah, das war einfach nur Glück, dass der 9er Hammer da getroffen hat. Ah, das war mies, okay. Gebe ich zu, aber... Aber gewonnen ist gewonnen. Gut, danke Masu, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, euch hat der Fanmade Battle gefallen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.